Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglinen, zu einem neuen Punkt. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst hier in Kielten vor dem Stadion. Heute geht's direkt rein in die nächste Arena-Herausforderung. Reden kann ich auch schon jetzt nicht mehr. Und da steht wieder der Pokéball-Typ. Der Balduin. Sieh nicht an der Angel. Ein professioneller Angler wird diesen Ball zu schätzen wissen. Wir nehmen ihn. Ein Köderball erhalten. Aha. Alles klar. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an deiner Angel hängen. Mit einem Köderball gehen die Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Ein absoluter Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Okay. Ein Arena-Challenger. Wir halten uns hier nicht zu lange im Foyer auf. Begeben wir uns mal in den Arena-Orden. Hier gibt es wieder Uniformen zu kaufen. Ja, gut. Wir haben noch eine Blattuniform. Den Einkauf will ich beenden. So viel Geld haben wir, glaube ich, auch gar nicht. So, Tränke müssen wir noch dabei haben. Kann ich jetzt eigentlich die Uniform auswählen oder wie sieht das aus? Hallo Arena Challenger, möchtest du dich jetzt an unserer Arena Mission versuchen? Jo, das möchte ich. Auf geht's. Ich bin schon heftig drauf gespannt. Darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Die Umkleide ist gleich da drüben. Schon dabei. Nein, ich darf es mir nicht aussuchen. Ich muss meine tragen. Die mit der 42. Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Box zugreifen. Tja. Na dann, auf geht's in die Arena. Der Wasserorden. Aha, ja, das kommt uns doch bekannt vor. Die Gamescom lässt grüßen. Ja. Auf der Gamescom 2019 konnte man, wenn man sich denn die nötigen sechs Stunden angestellt hat, 6 oder 7 Stunden waren das, habe ich nicht gemacht, hatte man schon die Möglichkeit, diese Arena hier auszutesten und in einer kleinen Demo-Version diese Challenge auszuprobieren. Nun ist es released. Nun bin ich im Spiel so weit gekommen. Ich habe gut gewartet, habe stillgehalten bis zu diesem Tag, bis zu diesem Moment. Jetzt kann ich es offiziell im Let's Play bringen und selber spielen, ohne lange anstehen zu müssen. So sieht's aus. Bei der Arena-Mission der Kielten-Stadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Ja, let's go. Na, haben wir ein Zeitlimit oder was? Hier komme ich erstmal nicht durch. Nein, da muss ich wohl kämpfen. Wohl übel. Die erste Arena-Trainerin. Bereit für eine nasse Abkühlung. Gleich prasseln Wasserattacken auf dich ein. Ich hoffe, mein Team ist aufgeladen, geheilt. Wenn nicht, müssen wir jetzt Tränke einsetzen. Wasser-Pokémon sind hier gefragt. Ja gut, da ist jetzt Takiro jetzt nicht so der beste Weg, die beste Idee. Wir können es mal versuchen mit der Elektroattacke. Ich bin mir gar nicht sicher. Bringt Elektro Wasser überhaupt was? Ich weiß es gar nicht. Den Versuch ist es wert. Paralyse. Auf jeden Fall nicht schlecht. Eine Säure. Ja, sehr effektiv ist das bestimmt nicht. Oh, okay. Ja, es bringt zumindest ein bisschen was. Wir können ihn zumindest schon mal ein bisschen damit schaden. Okay. Ja.
Wie gesagt, diese Arena hier war schon in der Demo, in der vorprogrammierten Demo auf der Gamescom zu sehen. Ich habe auf der Gamescom dazu sehen dürfen. Jetzt habe ich hier in die Kamera gerotzt. Ja. Ich habe das da für euch natürlich in dem Gamescom-Vlog auch abgefilmt. Ich durfte das ein wenig abfilmen. Also, wer das sehen will, sollte mal in den Gamescom-Vlog gucken. Gamescom 2019. Da habe ich ein kleines Video für hochgeladen. Gerade mal ein bisschen auf andere Videos verlinken. Jo. Vielleicht kriege ich es auch irgendwie, wenn ich dran denke, packe ich es mit in die Infobox. Ja. Ach, schon besiegt die erste Trainerin. Na, das war ja nicht so schwer. Hä, mein Schildkrab und ich sind wohl die in diesem Kampf baden gegangen sind. Du gewinnst 2016 Punkte und dann gehst direkt gegen die laute Musik hervor. So eine Party hier nach dem Sieg, das war schon in der ersten Arena so. So, jetzt müssen wir auf den Knopf drücken und zack, da schalten wir das frei und zack, das frei. Ein kleines Rätselchen. Okay, da können wir noch nicht lang. Aber da können wir jetzt lang. Hervorragend. Ja, ich will mal ein bisschen Schalterrätsel ausprobieren. Roter Knopf. Das war ja unklug. Und da ist der gelbe Knopf. Dann können wir das dann freischalten und dann können wir dann das dort freischalten und dann, ja, wir müssen jetzt erstmal gegen die Trainerin kämpfen. So sieht's aus. Zweite Trainerin in dieser Arena. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen. Aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Das sagt sie mir jetzt, als hätte ich noch nicht vorher, bevor ich zu ihr gekommen bin, ein paar Knöpfe gelöst. Das ist, naja, gut. Claudia sitzt Krabi ein. Krabi. Niemals aussprechen will. Oh, Takio hat sich hier schon bewiesen. Der hat schon ordentlich gekämpft. Also, so ist es nicht. Kann hier mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. So, Trank. Die Tränke können wir verschwenden. Wir haben super Tränke. So, Hello für Takiro. Herzner. Ja, setzt du ruhig Herzner ein. Sie wird nicht so viel bringen. Verteidigung steigt. Ja, wird ihm schon was bringen, aber wird mich jetzt nicht töten. Ja. Alles klar. Dann besiegen wir das jetzt mal mit Takiro. Ja, ich sagte, wir besiegen das mit Takiro. Takiro ist ja unser Mann. Ja. Wir rocken die Arena einfach mit unserem schwächsten Pokémon. So sieht's aus. Warum nicht? Paralysiert. Das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Dreschpflege. Na komm. Ist jetzt nicht das effektivste Pokémon, es ist nicht der effektivste Angriff. Es ist nicht die beste Möglichkeit anzugreifen, aber ja, Herzner hat das schon ein bisschen verbessert, dass ich da nicht so heftig angreifen kann. Aber ja, Säure, die bringt's. Die Säure bringt's. Ja, wozu mit effektiven Pokémon angreifen, wenn es auch so geht. Ja. Am Ende kommt es doch nur, geht es doch nur darum, dass sie besiegt werden. Oder ob ich jetzt mit einem schwächeren Typen gegen stärkeren Typen kämpfe, das ist ja. Leute, die sich mit den Stärken und Schwächen von Pokémon auskennen, würden jetzt sagen, wie kannst du nur, du musst doch diese Stärke ausnutzen, du musst doch das machen, du musst doch Pflanzen-Pokémon nehmen. Ja. Warum, wenn es so geht? Es geht ja scheinbar super mit Säure. Scheinbar ist das auch irgendwie effektiv. Ja, man kann kämpfen damit. Und es bringt doch den Takiro voran. Der braucht doch ein bisschen Erfahrungspunkte. Der braucht Entwicklung.
Der braucht Kampferfahrung. So sieht's aus. Können wir das mal ausnutzen. Und jo, jetzt wird es langsam knapp. Nicht nur langsam, sondern ziemlich schnell. Der Kiro besiegt. Und dann kommen wir jetzt mal mit dem Pflanzen-Pokémon. Jetzt ist die Zeit gekommen für das Pflanzen-Pokémon. Los, Rasierblatt, mach's alle. Lass dich nicht so leicht besiegen. Brauche ich eventuell noch für die Arena-Letterin. Das wäre nicht grundverkehrt. So, Krebskorb ist besiegt. Da war es noch eins, wenn ich richtig gesehen habe. Ein Pokémon. Ja, da klingt jetzt... Oh, das war's schon. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Und 1920 Pokémon oder geht siegreich aus dem Kampf gegen die zweite Arena-Trainerin hervor. Die Party ist hier los. So. Jetzt können wir hier mal rum und hier mal. Jo, und jetzt können wir hier lang. Jetzt ist der Weg dort frei. So leicht, so einfach ist es. So, hier können wir nicht durch. Da brauchen wir noch einen blauen Knopf. Ach, der ist dort, der blaue Knopf. So, mal mein Team ein bisschen heilen. Pokémon Camping können wir hier nicht. Was für ein Wunder. Was für eine Überraschung. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Einen Beleber hätte ich gern. So, Takiro. Er kann schön weiterkämpfen. Der hat sich bewährt. Der kann weiter im Kampf bestehen. So, zack. Hervorragend, dass das Team wieder komplett. Und weiter geht's. Der nächste Trainer. Ich schaue mich hier mal kurz um. Da hier komme ich nicht zurück. Der blaue Knopf ist gefragt. Da wäre noch ein roter Schalter. Ach, der rote Schalter führt mich dann zum blauen. Ja. Huch, du hast es bisher geschafft. Und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen. Also, ja gut, wollen. Von wollen kann nicht die Rede sein. Gegen mich kämpfen wollen. Ja, nicht so. Aber ich muss wohl. Du willst ja gegen mich kämpfen. Wir kämpfen übrigens unter Wasser. So sieht das aus. Der Hintergrund. Und ungefähr so, als würden wir kämpfen unter Wasser. Oh, okay, das ist schon ein bisschen stärker, das Pokémon. Ich versuch's trotzdem mit Takiro. Na komm, halte durch. Whirlpool. Sei stark, halte durch. Takiro ist mit Strudel gefangen. Oh, das ist nicht gut. Na komm. Nein, halte durch, halte durch, halte durch. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Huhaha, gleich mal austauschen, 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 austauschen. Hinlein, du bist dran. Wie, was? Pokémon kann nicht ausgetauscht werden? Ach, Mann. Ich will meine Erfahrungspunkte. Psystrahl, nein. Das war's mit Takiro. So ein Mist auch. Ja, jetzt aber Hinlein. Ja, ich weiß, ich rede die ganze Zeit hier nur über die Gamescom. Wenn ich jetzt wieder zu der Gamescom komme. Ich weiß, euch nervt es bestimmt schon. Aber, ja. Am Pokémon Schwert und Schildstand, da war es ja wirklich rappelvoll. Da hätte man wirklich Ewigkeiten anstehen müssen. Und das habe ich mir jetzt wirklich gespart. Das ist mal auch ein Tipp für die Zukunft. Für alle Leute, die mal bei zukünftigen Pokémon stehen vielleicht oder bei zukünftigen heißgeliebten, heiß erwarteten Spielen auf der Gamescom vielleicht was spielen wollen, macht's nicht. Also ist es relativ unsinnig, eine Demo, eine kleine Demo-Version auf der Gamescom anzuspielen. Wenn es dann schon, ja, also wann war die Gamescom? August, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn dann, ja, macht einfach keinen Sinn, wenn das Spiel im November rauskommt. Wenn das in wenigen Monaten rauskommt, haltet die Beine still, haltet noch ein bisschen aus und dann könnt ihr euch auf die
Heimkonsole holen. Könntest du dich kaufen und selbst spielen. Ohne dafür lange anzustehen. Und die ganzen Repressalien der Gamescom tragen zu müssen. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass mein Pokémon und ich verlieren. Wenn es 2016 Pokémon oder ein Siegreich aus dem Kampf gegen die dritte Arena Dreher der Arena hervor. So ungefähr. So, was gibt's hier unten? Da gucke ich nochmal lang. Gelb und Rot. Das wäre jetzt ziemlich unsinnig, dass dort. Okay, Moment. Wäre das so unsinnig oder? Wir können es mal versuchen. Vielleicht bringt es uns ja tatsächlich weiter. Okay, aktiviert das jetzt hier. Okay, jetzt können wir da mittig durch. Ja, okay. Muss jetzt nicht unbedingt jetzt rot freischalten. Dann kommen wir zu dem blauen Schalter. Und der blaue Schalter macht uns... Ah ja, der macht uns dort den Weg frei. Dann kommen wir jetzt zur Arenaleiterin. Hoch zur Arenaleiterin. Finaler Kampf. Gegen die Finale. Quatsch, nicht gegen die Finale. Sondern ja, gegen die Finale Trainerin dieser Arena. So ein super Drang für Nilein. Das muss mal sein. Und ja, Takio können wir gleich wieder beleben. Der kann auch im Arena-Kampf mitkämpfen. Vielleicht trägt er wesentlich dazu bei. Schauen wir mal. So. Ab in die Arena. Im Haupt der Arena. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Rein geht's. So. Geradewegs drauf zu. Da kommt die Herausforderin der Wasserarena. Da haben wir sie. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Naja, die war jetzt schon, also das ist, so schwer war es nun auch nicht. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Na, werden wir mal sehen. Ich fordere dich heraus, Kate. Ich werde dich besiegen im Zweikampf. Kate, Arena-Leiterin Kate fordert dich heraus. Zweite Arena One. Goldie. Ernsthaft. Drei Pokémon hat sie. Okay. Dynamax Armband. Oh, Dynamax. Das will ich sehen. Dynamax Takiro. Deiner Giftschwall. Let's go. Riesenbaby. Let's go. Auch wenn das relativ unsinnig ist und wir eher ein anderes Pokémon Dynamax hier haben sollten. Ja, nettes Gimmick. Riesenbaby. Nice. Takero. Mach's Platz. Und Attacke. Ja gut. Muss erstmal überleben. So. Die ganze Arena verwandelt sich in ein Giftfeld. Ja gut, das hat jetzt nicht sonderlich eingeschlagen. Aber gut. Normaler deiner Angriff. Bringt das was? Oha, Takiro ist gleich besiegt. Auch nicht schlecht. Kriegen wir Gold nie irgendwie besiegt. In drei Runden haben wir in Dynamax. Na komm, hältst du noch aus. Super Tank. Ich brauch dich noch ein bisschen, Takiro. Halt durch. Na komm. Ach, ich werde wieder klein. Verdammt. Habe ich die Runde verschenkt. Gut, dann geht's halt hier weiter.
mit Säure. Na komm, mach's alle. Hält's durch. Ah, aber sehr knapp. Na komm. Fast besiegt, Goldini. So will ich nicht zu viele Tränke verschwenden. Na komm, einen noch. Haben wir genug dabei. Wird ausreichen. So, dass Takiri hier mal ein bisschen Erfahrungspunkte einsammelt. So, Säure. Na komm, na komm, na komm. Halt durch. Halt durch. Muss ich auch die zweimal hintereinander einsetzen. Ach, verdammt. Trank verschenkt. Komplett umsonst. So, jetzt meine Pflanzen-Pokémon. Na komm. Minlein. Du kriegst das hin. Okay, Dynamax kann ich jetzt nicht mehr machen. Das ist ein bisschen unsinnig. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Dumm gelaufen. Aber ich krieg's auch ohne Dynamax hin. Goldfisch besiegt. Da waren es nur zwei. So. Hervorragend. So, Picuda wird eingesetzt. Mein Pflanzen-Pokémon lebt noch. Das kämpft mutig weiter. Fischi. Fisch der Sicht. Du wirst besiegt. Oha. Rasierblatt, na komm. Mach's alle das Fischgesicht. Okay, es hält ein bisschen was aus. Ich hab Tränke mit dabei. So, Ninlein. Super Trank. Na komm. Die Menge ist schon am Toben. Der Kampf ist schon halb vorbei. So, Rasierblatt. Na komm, man mach's alle. Bis. Halt durch, Ninlein. Rasierblatt. Na komm. Jau. Picuda besiegt. Da war's noch eines. Und die Menge rastet aus. Takio kriegt keine Erfahrungspunkte, der ist besiegt. So ein Mist. So, Level Plus für die anderen. Kamalm wird eingesetzt. Oha. Wir kämpfen weiter. Kamalm ist ein stärkerer Gegner. Jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Tut mir leid. Oh, und die Menge ist ganz auf ihrer Seite. Scheint ganz auf ihrer Seite zu sein. Oh, Dynamax Kamalm. Oh nein. Da hoffe ich mal, dass wir das aushalten gegen Dynamax. Kann mal in drei Runden. Die Menge sinkt schon wieder. Ja. Das heizt die Menge richtig auf. Die Fans sind begeistert von dem Kampf. Dein Angriff. Na komm. Nein. 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 Ninlein. Nicht mein Pflanzen-Pokémon. So, Blackie, du bist dran. Zeig es ihm aus der Luft. Besiege es aus der Luft fliegend. Pflücker. Pflück es vom Himmel, das riesige Pokémon. Hier, das ist ein Geschenk von uns. Nimm das. Aha, okay. Deiner Flut. Oh, ja, gut. Hilfe. Sehr schönes Geschenk. Fängt an zu regnen. Ja, wie auch immer. Ich kann auch wohl noch am Regnen fliegen. Ach du Scheiße. Hat dir ja nichts gemacht. Das hat ja gar nichts gemacht. Vielleicht mit ein bisschen Überheblichkeit. Dein Angriff ist deine letzte Runde. Oha. Blinky hat das verschlungen. Oha. Rufus, du bist dran, versuch du es mal. Gleich wird's wieder klein. Dynamax. Jo, das ist nur wieder gleich groß. Hervorragend. Können wir da auf Augenhöhe kämpfen. So, wie wär's denn mit Antikkraft? Na komm, Kalkklinge, halt durch. Oha. Das war ja ein harter Treffer. Okay, jetzt habe ich nur noch Rindel und Mordiff. Mordiff können wir vergessen. Da muss wohl gleich mal einen Top-Beleber einsetzen oder so. Was hast denn so im Angebot? Das sieht gar nicht gut aus. Dann muss ich Rindel einfach mal als
lieber Sklaven einsetzen. Takiro oder Nini, das ist hier die Frage. Ich würde mal Nini nehmen. Das Pflanze ist zwar noch relativ schwach, aber die Möglichkeit besteht. Oha. Dass wir zumindest ein bisschen was erreichen können. Auwei. Nein. Das ist meine letzte Hoffnung. Dann kann es Moni irgendwie doch hinkriegen. Double Kick. Auwei. Kalkklinge, das ist eine mächtige Attacke. Auwei. Sie rockt meine stärksten Pokémon einfach weg. Auwei. Wir werden doch hier wohl nichts. Wir werden doch nichts. Nein. Nein. Ach du große Schande. Ja, die Menge sinkt. Das freut mich jetzt außerordentlich. Eins davon haben wir. Rufus. Ich hätte Takiro nehmen sollen, aber gut. Haben wir zumindest einen Kopfnuss. Da war's mit Ninlein. Auweia. Ich glaube, das ist gerade nicht sehr effektiv. Unser Team ist am Arsch. Auweia, wir haben es schon so weit geschafft. Na komm. Antike Kraft. Kalkklinge. Au. Verdammt. Nein. Nein. Lass es doch nicht so enden. Auweia. Muss der Part so enden. Ach du Schande. Ihr habt nichts gesehen. Ja, sieht so aus, als ob ich das offscreen mal weiterspielen muss. Dann beende ich diesen Part an dieser Stelle ganz schnell mal. Und wir sehen uns im nächsten Part einfach wieder an der Stelle, wo ich Arena Drumcade besiegt habe. Offscreen-Spiel. Yahoo! Na toll. Ja gut, am Ausgangspunkt, wo wir den Part begonnen haben. Daumen nach oben, soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da rein. Ich mache ein bisschen Offscreen-Spiel. Haut da rein. Ciao.